Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Bancake28 und weiter geht's mit Rome Remastered. Wir sind mitten im Krieg gegen die Gallier und entsprechend dessen müssen wir auch ein paar Sachen von unseren Einheiten wissen. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, es ist soweit, ihr dürft mal etwas über dieses Kampfsystem erfahren. Und zwar folgendes. Jede Einheit in dem Spiel hat keine Lebenspunkte. Wenn ihr auf die linke Seite schaut, seht ihr das nicht. Es gibt Lebenspunkte nicht, aber hä? Ihr müsst es so sehen. Ähnlich wie bei einem Tabletop-Spiel sind da Spielfiguren auf dem Feld. Und diese Spielfiguren haben, sage ich jetzt mal, einen Lebenspunkt. Und wenn die nicht ausweichen können oder ihre Verteidigung aufgebraucht ist, beziehungsweise sie nicht rüsten können mit ihrer Rüstung, dann ist es tatsächlich so, dann kommt der Treffer, wenn der, also Voraussetzung ist immer ein Treffer zu landen, ja, dann fällt dieses Modell um. Es ist nicht so wie in den heutigen Spielen. Das ist wirklich noch, sagen wir so, ein bisschen wie früher. Gut, dann hätte man das mal geklärt, darauf wollte ich hinaus. Erstes Zwischenfazit gibt es natürlich von mir auch ein paar Sachen. Ich muss es jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Die sind mir, wie soll ich sagen? Die sind mir nicht so recht. Also ich finde, manche Menüführungen haben sie verschlechtert im Vergleich zu vorher. Auch wenn sie es modernisiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Vor allen Dingen, ich hatte mal früher eine Gesamtübersicht für, sage ich jetzt mal, den Familienstammbaum. Und es ist mir jetzt halt so gar nicht mehr gegeben. Und das finde ich irgendwie schade. Um ganz ehrlich zu sein. Und, General! Tja, was soll ich sagen? Ich lasse mich natürlich noch überraschen. Vielleicht gewöhne ich mich noch an das ein oder andere, aber zum jetzigen Zeitpunkt tue ich mir mit der einen oder anderen Menü so ein bisschen schwer in dem Spiel. Muss ich zugeben. Mag aber auch nur an mir liegen. Aha, die noblen und Senatoren Roms haben in ihrer Weisheit beschlossen, dass eure Seite die Ehre momentan nicht verdient, ein Staatsamt der Republik zu führen. Das war nett. Griechen und die Germanen. Das ist gut, dass die Germanen jetzt den Gallien den Krieg erklärt haben. So. Die Wehrkasse in der Stufe 2, das ist gut. General! Okay, so mag ich das. Also ich habe jetzt hier ein Aretium. Die Verluste, die wir haben, die werden jetzt ausgeglichen. Wird jetzt alles fortgebildet entsprechend. Und ja, das ist das, was ich jetzt gerade hier tue. Dann bei den Gebäuden. Ein Händler würde ich mal gerne machen. Mal mit euch rausfinden, wie das funktioniert. So, Patavium, wie war denn das? Wir haben auch einen Händler, aber es gibt eine Kulturstrafe, weil es die falsche... Okay. Könnte ich jetzt zerstören, muss ich aber nicht, auch wenn ich die Kulturstrafe bekomme. Dann baut mir mal bitte hier Straßen.
Und Arminium. Bei euch hätte ich jetzt gerne mal einen Hafen. Das war teuer genug. Jeder rekrutiert. General. Hier geht nix. Hier wird auch rekrutiert. Oh, ich hätte es aufklappen sollen. Mist. So. Kann ich etwas tun? Sofort. Ohne Zögern. Edler Meister. Sofort. Sofort. Euer Ehren. Ohne Zögern. Ohne Zögern. So ist es. Immer schön vorwärts, meine Lieben. Sind bereit! Ei, ei, Captain! Ei, ei, Captain! Ja, Kapitän! Okay. Hab ich alles. Ich glaube, mein Spion fehlt mir noch. Der ist aber noch in Mediolanum, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. Nächste Runde. Gut, dann wird es jetzt Zeit, wieder auszurücken. Der ist jetzt, der Lucius ist jetzt ein Blocker. Der hier meine anderen Einheiten, die schicke ich jetzt auch wieder zurück, ein bisschen benutzt, um hier einfach für Schutz zu sorgen. So kommen die durch und das will ich so haben. So, jetzt schauen wir uns wieder die Gebäude an. Hier wird noch gebaut. So, in Patavium könnten wir jetzt was bauen. So viele Möglichkeiten, meine Lieben. Das ist sehr schwierig. Das macht es mir natürlich nicht leicht, mich zu entscheiden. Aber ich glaube, auch ihr bekommt erstmal einen Hafen. Hafen sind nie verkehrt. So, Segesta, du könntest mir auch mal einen kleinen Tempel bauen. Und du kriegst Ceres einfach mal dazu. So, wie gesagt, wir wollen ja nicht komplett uns entvölkern. Wir bauen jetzt tatsächlich mal noch eine Bireme hier. Oh, wie gut. Es gibt hier barbarische Söldner. Die kosten uns ganz schön viel, aber das bestätigen wir. Die holen wir uns dazu. Quintius, Lucius, nee, ihr rekrutiert mal jetzt nichts. Du rekrutierst jetzt auch nichts und du auch erstmal nicht. Wir lassen das so, wie es ist. Wir dürfen nicht zu viel ausgeben, sonst haben wir auch gleich ein Problem.
diplomatische Informationen. Ja, ganz viele Kriege gibt es hier. Bündnisse gebrochen, okay. Aha, mhm. Ja, geht eifrig voran. Straßen werden gebaut, ne, wie ihr sehen könnt. Da sind wir auch schneller unterwegs als diese verrückten Barbaren, sage ich jetzt mal. So, der Admiral kommt jetzt mal wieder zurück. Herr, sofort. Mhm. Gut. Edler Meister, euer Ehren. Sofort. Euer Scheren ist schon unterwegs. So, wir sind Gallier. Euer Ehren. Mhm. Sofort. Wunderbar, das entdecken wir mal so ein bisschen, wo die Städte sind und so weiter. Natürlich weiß ich das noch aus dem alten Spiel. Nichtsdestotrotz. Noch eine Runde. Okay. So, dann wollen wir mal kurz in dieses Wiki reinschauen. Hm. Naja, keine Ahnung. Ich war gerade in dem Wiki, das konntet ihr nicht sehen. Um was herauszufinden über die Händler, aber das ist jetzt mir egal. Karthago, Spanien, Waffenstillstand. Ein geeigneter Gatte, versprochen ist das Fadia. Alter ist 35. Decimus Memmius. Ja, hm. Herausragender Kommandant und ein wahrer Römer. Ein geeigneter Gatte. Der ist Fadia versprochen, okay. Die ist 18. Nehmen wir mal an. Oh, und noch eine Söldnerkavallerie bietet sich hier auch an. Bestätigt. Und er ist der neue Dude. Gut, bevor ihr noch alle einschlaft, will ich euch jetzt mal ein bisschen Action bieten, meine Lieben. Dann wollen wir mal. Bereit machen für den Kampf! Sieg und Ruhm! Bereit machen für den Kampf! Mhm. Wunderbar, fröhliche Hochzeit.
Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Noch eine Runde bis zum Abschluss der Mission. Senatsmission ist gescheitert. Ja, eine Runde zu langsam war ich. Kann passieren. So. Imperator! Bereit machen für den Kampf! Wird belagert. Mhm. Die Siedlung wird belagert. Der 18-jährige Belenus will sich also mit mir anlegen. Na gut, dann soll er das tun. Gut, dann... Flotte bereit! Jawohl. Ja, Kapitän. Merkwürdig. Naja, wer weiß das schon. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich jetzt weitergehen kann. Ich dachte, ich kann jetzt da den Händler bauen. Irgendwie ist dem nicht so. Verstehe ich jetzt irgendwie aber auch nicht, warum das so ist und warum das nicht so ist. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir erstmal hier die Stelle der Römer. Das dauert 3 Runden. Hier machen wir mal was für die Bogenschützen. In Segesta gibt es jetzt mal eine Kaserne. Und in Patavium, da hätte ich gerne... noch eine Rodung. Gut, dann hätten wir das schon mal. Okay. Die Siedlung wird belagert. Der Spion konnte die Tore nicht öffnen. Menschensgüte. Da war immer, da ist ein reger Verkehr da oben, ha? Ohne Zögern. Ohne Zögern. Ohne Zögern. Und da sind die Briten. Ich spreche sofort mit ihnen. Ich biete den Handelsrechte an. Und Karteninformationen. Und ihr macht mir eine einmalige Zahlung von... sagen wir mal... Kann man doch irgendwie reinklicken und so machen. Ja, 5000. Sehr fordernd, okay. Dann. Ist fordernd. Würdet ihr erwägen? Ich soll denen Geld geben. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Seht ihr? Gibt nicht gleich auf. Hat funktioniert. Hab ein bisschen mehr Geld bekommen. Hoffe ich. Und hier sind noch die Germanen. Würdet ihr erwägen... Habt Dank. Ohne Zögern. Gut, besser als nichts.
bisschen mehr Handel wird uns nicht schaden. Ja, wunderbar, dass wir jetzt hier die kleinen Häfen haben und damit auch entsprechende Flotten bauen können. Das ist natürlich nicht verkehrt im späteren Verlauf des Spiels. Und fröhlich geht's weiter in die nächste Runde. Und ich habe vergessen, meinen Diplomaten, der nach Hellas geht, zu bewegen. Kam dann doch nicht die Meldung, wie ich es ursprünglich dachte. So, die Makedonier, dann gehen wir mal darüber. Schnell überall rum, Römer rumparken. Manius Julius ist volljährig, wie schön. Was kannst du denn, Kerle? Nix. Flüssiger Redner, mangelnder Blutdurst hat er, verachtet Karthager, okay. Und er hat einen Tutor, was ihm ein bisschen mehr Verwaltung bringt. Okay, das ist ja nicht schlecht. Und dann greifen wir jetzt endlich mal hier an. Okay. Decimus Memmius kann keine Nachtschlachten aussehen. Das Merkmal nächtlicher Kämpfer wird beim Kommandostufe 4 oder beim Sieg in einer nächtlichen Schlacht freigeschaltet. Und ich glaube, das ist sowas wie ein Blitzschlag, dass der Gegner keine Verstärkung mehr kriegt. Ich muss das nochmal genau nachlesen, wie das gemeint ist in diesem Spiel. So, dann weiter. Endlich mal ein bisschen Action wieder von Ben Cake. Selbst die Tapfersten fürchten plötzliche Schrecken. Ja, Tacitus, da hast du recht. Ihr kennt mich. Ich bin ein Römer der alten Schule. Ja, natürlich, du bist gerade ganz neu dabei und jetzt tust du hier schon so große Töne spucken, mein Freund der Sonne. So, wie finden wir denn diese Aufstellung? Rambock. Vergesst den Rambock. So sieht's aus. Benutzt den Rambock. Ja. Nein, es geht jetzt hier darum, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt meine Armee. Stelle ich sie da so ein, dass meine Söldner zuallererst nach vorne preschen dürfen. Und das hatte ich euch ja mal auch schon mal angekündigt, dass ihr das machen solltet für euer Völkchen auch immer. Wir haben unfassbar viel Kavallerie. Wir haben sehr starke Kavallerie hier im Einsatz. Weil wir halt eben auch unseren Seitenanführer dabei haben. Und andere junge Generäle, die da nur drauf warten, endlich mal loslegen zu dürfen. Schnell! General! Einheiten! Schnell! Unsere Soldaten haben mit dem Rambock das Tor erreicht. Bogenschützen! Felites! Beeilung! Astarti!
Einheiten! Einheiten! Ohne Befehl! Kavallerie! Feuer. So. Wir setzen Truppen aus der Region ein. Das ist sehr biomäßig. Also ich werde jetzt natürlich erstmal unsere Söldner wieder reinschicken, ne? Das ist ganz klar. Unsere Soldaten haben Gutes geleistet. Der Rambok hat das Tor durchbrochen. Wie ihr seht, erreiche ich die auch, indem ich jetzt ganz einfach meine Fernkämpfer auf die schießen lasse. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Versucht mit sowas nicht zu perfektionistisch zu sein. Mit sowas meine ich, eure Einheiten da irgendwie zu bewegen und zu glauben, ihr kriegt einen Schönheitspreis. Ja, das wird so nicht funktionieren. Nicht bei der Wegfindung, wie sie halt jetzt ist zurzeit bei dem Spiel. Ja, sie ist ja immer noch die alte Wegfindung. So, helft ihm jetzt mal. Es gibt breite Stellen, wo ihr euch schön aufstellen könnt, und es gibt Engstellen. Und bei den Engstellen habt ihr echte Probleme. Ah, wunderbar, das hat geklappt. Die haben die erobert. Oder besiegt, sage ich jetzt immer eher. Dann machen wir das so. War ja auch nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Guckt, mancher gibt einfach Angriffsbefehle. Und schaut dann euch mit der Leertaste an, wie die stehen, und wenn ihr dann damit zufrieden seid und nicht einen totalen Schreck kriegt, dann ist alles okay. Alles klar. Ich versuche auch nie zu viele Einheiten auf einmal durch eine Engstelle zu pressen, weil die das nicht so wirklich kapieren. Und sich dann ja gegenseitig sozusagen auf den Füßen rumstehen. Fliehen meine Söldner. Aber die löse ich eh auf. Einheiten!
Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Kann ich die schön zählen, Leute? Los geht's. Diese Träubchenbildung, ja. Das ist so geil. Oh Mann, ey. Das ist so maximal Power. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Einheiten! Einheiten! Schneller! Schnell! Melites! Angriff! Angriff! Hastati! Angriff! Hastati! Angriff! Hastati! Angriff! Hastati! Angriff! Wäre nett, wenn mal der eine oder andere sich nicht so blamieren würde und auch mal angreifen würde. Das ist ja nett. Ganz Rom wird über diesen Sieg staunen. Der Tag gehört... Wir haben 283 Mann verloren. Die meisten wahrscheinlich, als sie sich gegenseitig, naja, wie soll ich sagen, umgelaufen haben. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Meine lustige Nummer, diese Siedlungskämpfe. So ist das. Oh je, der Blick auf die Uhr sagt mir, die Folge ist ja schon fast wieder rum. Ich habe ja fast gar nichts getan in dieser halben Stunde. Meine Güte. Aber eins habe ich getan. Mit Julanum zwei Runden zu spät eingenommen. Naja, habe halt ein bisschen gemütlich gemacht. So, die wird auch einfach nur besetzt mit Iolanum und damit habe ich jetzt endlich Norditalien unter die Flagge der Julia gesetzt und das ist sehr gut. Oh, das wird auf jeden Fall, der Schrein der Abnur, der wird aber auf jeden Fall abgerissen, da kenne ich gar nichts. Ja, diesen Mist will ich nicht hier sehen. So, der Rest, den kann man, glaube ich, auch aufwerten kulturell. So, dann können wir diese Stadt auch gleich mal noch ein bisschen verbessern. Und zwar hätte ich hier gerne Straßen. Das ist schon mal ganz wichtig für mich. Und dann schauen wir mal nochmal durch. Aretium baut noch, die bauen noch, die bauen auch noch, die bauen auch noch, die bauen auch noch. So, dann Rekrutierung. Wundervoll. Imperator? Und jetzt könnt ihr sehen, ganz ohne,
General, er hat jetzt ein Hauptmannskommando hier über diese Truppe genommen und wir können die jetzt verstärken. So, jetzt mal gucken, oh, die sind sogar noch 76 Mann. Hebe ich die noch auf? Ja, bei der Mannstärke ist es okay. Wie viel sind die normalerweise? 120 Modelle haben fast die Hälfte verloren. Ja, nee, das sage ich mal. Okay, geht so, ist okay. Okay, dann haben wir das. Das ist der Seitenanführer. Das sind die hier. Ein paar lasse ich da so ein bisschen verschimmeln. Ich weiß schon, Leute. Und dann gehen wir mal weiter ins Rekrutierungsmenü. Und jetzt haben die hier 5000 Bevölkerung schon. Okay, das ist wunderbar. Dann hätte ich gerne das da nochmal. Oh, und hier können wir tatsächlich unsere Einheiten fortbilden. Großartig, das freut mich jetzt. Zudem können wir hier einen Kaufmann machen, was ich auch natürlich mache. Die Stadt ist ein bisschen besser ausgebaut als unsere eigene. Das ist natürlich wie immer ein Klassiker in dem Spiel. Hier tun wir jetzt nochmal eine Stadtwache machen. Hier tun wir noch auch noch eine Stadtwache machen. Mhm. Ja, Mediolanum hat halt schon hier Versammlungshalle. Versammlungshalle, Stufe 2. Genau. Und die haben auch schon Markt und so weiter. Genau. Und deswegen können wir das hier machen. Ja, ist ja okay so. Dann können wir von hier aus super uns aufbauen und uns verbessern. Und ja, das finde ich einfach nur großartig, dass wir das jetzt erobern konnten für uns. Sind bereit. Ei, ei, Captain. Setz die Segel! Setz die Segel! Ei, ei, Captain! Naja, ich hatte gehofft, die Nubia irgendwie zu finden. Ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Was wollte ich denn jetzt noch? Ja, nichts mehr, habe ich das Gefühl. Doch, die Agenten. Herr, erwarte eure Befehle. Sofort. Ohne Zögern. Ohne Zögern. Schild 5, okay. Frontalangriffe schützt, ist okay. Fähigkeit des Parieren bei Nahkampfangriffen, okay. Der kombinierte Effekt von der Rüstung, der Verteidigungsfertigkeit und der Schildverteidigung einer Einheit sieht der Verteidigung 7, okay. Okay. Gudi-dudi, dann haben wir das auch mal alles geklärt soweit. Die Einheiten werden wieder repariert in Mediolanum und von hier aus können wir dann unseren großen Feldzug gegen die Gallier endlich machen und hier rausrücken und dieses riesige Reich erobern für Rom. Ja, das ist meine große Intention und ihr seid da live dabei. Und wie immer gilt eines bei dem Spiel, eine halbe Stunde ist wirklich gar nichts. Naja, sei es nun drum. Ich sage euch jetzt mal eins. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Bencake28.